Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Daron. 100.000 Euro möchte ich im Jahr 2021 an der Börse investieren. Und was soll ich sagen? Der Monat November ist bereits vorüber. Das heißt, es heißt jetzt nochmal Endspurt. Wir fackeln nicht lang. Los geht's. Depot-Update zum Monat November. Beginnen wir wie immer mit dem kleinen 0815 Dividendenstrategie-Depot. Hier habe ich große Überraschung in diesem Monat sage und schreibe 270 Euro investiert und zwar jeweils 27 Euro in folgende Werte. Mastercard, Nike, Broadcom, Altria, Johnson & Johnson, McDonald's, Procter & Gamble, Starbucks, Microsoft und in die Apple-Aktie. Im Depot sieht das Ganze dann wie folgt aus. Ich habe nun 20.000 Euro hier geknackt, das heißt 20.205 Euro ist der aktuelle Depotwert und der Kaufwert beläuft sich gerade mal auf 13.175 Euro. Das heißt, das Depot ist jetzt wieder über 50% im Plus oder auch etwas über 7.000 Euro geschuldet. Geschuldet ist das insbesondere im letzten Monat der Apple-Aktie. Bis, ich glaube, die letzten zwei Monate war es immer so, da war Microsoft an der Spitze und Apple dann knapp dahinter. Aber der letzte Monat war natürlich genial für alle Apple-Aktionäre. Apple steht jetzt hier 168% im Plus bei gut 3.800 Euro in Summe. Schon verrückt, was aus so einem 25-Euro-Sparplan alles wird. Jetzt sind es schon 27 und bei Microsoft sind wir bei gut 3.500 Euro im Plus, aber auch Kursgewinne über 2.000 Euro inzwischen. Was sich aber auch ganz ordentlich gemosert hat, ist inzwischen Broadcom, ist jetzt auch hier, ist jetzt noch gar nicht so lange im Depot, aber auch schon bei plus 60%, aber auch zum Beispiel eine Nike oder eine Starbucks jetzt auch hier knapp 50% im Plus. Rote Laterne, große Überraschung wie jeden Monat, minus 10% geht an die Altria. Da habe ich genauso viel Geld investiert wie in Apple oder Microsoft und die Position ist 1.200 Euro groß versus 3.800. Aber gut, so läuft es halt manchmal. Also so viel zum kleinen 0815 Dividendenstrategie-Depot, sehr, sehr ordentlich. Mach mal weiter bei dem großen Depot. Hier habe ich meine Sparpläne ausgeführt, das heißt, ich habe gekauft, jetzt müssen wir mal gucken, ob wir das hier finden, also ich habe gekauft ASML Holding, Rio Tinto. Dann habe ich gekauft Canadian National Railway, Domino's Pizza, Stryker, JP Morgan. Jetzt habe ich eine vergessen. Dann habe ich gekauft Illinois Tool Works, hier haben wir sie, und Danaher. Das sind die 8 Positionen für 1.150 Euro, wie ich das jeden Monat mache. Und ich habe natürlich bei der Sparplanoffensive 21 meine Sparpläne in Höhe von 500 Euro ausgeführt, also 280 Euro in den Developed World, 120 Euro in die Emerging Markets und jeweils 25 Euro in Mastercard, LVMH, Apple und Danaher. Das war es auch diesen Monat bereits schon wieder. Ja, 1.920 Euro und damit hat sich's auch bereits. Das heißt, auch in diesem Monat bin ich weit hinter meinen Zielen. Aber gut, da kommen wir jetzt am Schluss gleich nochmal drauf zu sprechen. Schauen wir uns als nächstes mal die Performance an. Fangen wir mit dem großen Depot an. Das lief hier in diesem Monat nicht so besonders. Das heißt, ich bin hier bei minus 0,3% gewesen. Wir gucken uns gleich mal an, woran hattet ihr liegen. Das heißt, das Gesamtportfolio ist jetzt nur noch bei 23,5%. Das war schon deutlich besser, muss ich sagen. Ich glaube, ich war hier eine Zeit lang 5,5% oder 6% oder sowas war das Depot im November erst im Plus. Und jetzt ist es halt doch ordentlich ins Minus gerauscht. Im Vergleich dazu mal das kleine Depot. Das hat sich... Das ist bei 4% im November. Das ist richtig ordentlich. Moment, das ist jetzt quasi bei knapp 25% und das Depot ist bei 23,5%. Ist verrückt. Das 0815 Dividendenstrategie-Depot ging so schlecht los und das große ging so gut los und jetzt in den letzten Monaten ist das ordentlich gedreht. Aber was vielleicht auch noch ganz spannend ist, von der Sparplanoffensive 21, das Depot hat auch 1,8% plus gemacht im November. Also hat sich ganz ordentlich entwickelt. So. Jetzt gucken wir nämlich mal an, woran hat er gelegen. Und zwar gehen wir mal zu den Wertpapieren und schauen uns den Spaß mal an vom letzten Monat. Und letzten Monat, da haben wir hier Top Performer, super, Home Depot, Factse, Domino's, Danaher. Danaher läuft einfach wie sonst was, wenn wir hier mal drauf drücken. Ich packe mich mal hier nach oben. Die Aktie läuft einfach, ist der Wahnsinn. Es geht immer weiter nach oben, kennt nur eine Richtung und auch Home Depot, wenn wir uns das angucken hier. Ich hatte wieder viel zu wenig Anteile im Depot, aber hat in diesem Monat halt wieder 10% zugelegt. Habe ich hier Mitte 19 das erste Mal gekauft oder Mitte und Ende 19 habe ich die Aktie mal ein bisschen gekauft. Der Wahnsinn, wie die abgeht. Aber gucken wir mal auf die andere Seite.
Und da ist hart. Also wir haben hier erstmal Fresenius mit minus 15%, kann man sagen. Und das ist echt das Verrecker vom Herrn, kann man gar nicht anders sagen. Die Aktie kennt gefühlt, geht es immer noch eine Etage niedriger und noch eine Etage niedriger und noch eine Etage niedriger. Wenn man sich jetzt hier den 5-Jahres-Chart anguckt, dann kommt man von was deutlich bei so um die 80 Euro hatten wir hier das Hoch von 2017 und jetzt sind wir noch bei 33 angekommen. Das heißt, konsequenter Wertverlust, Jahr für Jahr geht es immer weiter nach unten. Die Aktie ist, glaube ich, ich weiß nicht so, die letzten 3-4 Jahre, immer wenn ich meine Verlierer vorstelle, ist die Aktie immer mit dabei. Man denkt ja, es sollte langsam mal drehen. Die Aktie ist so günstig, man sollte die Probleme behoben haben. Ja, so richtig läuft es nicht. Walt Disney natürlich auch heftiger Verlierer. Man sieht es hier, ging ordentlich nach unten. Jetzt ist natürlich ein bisschen durch Corona geschuldet, sage ich mal, dass man Sorgen hat, dass es vielleicht wieder stärkere Restriktionen, insbesondere in den USA, geben wird, dass die Parks nicht laufen, womit Disney nun mal einen großen Teil des Geldes gewinnt. Von daher, oder macht, von daher ist es durchaus verständlich, dass es nach unten geht, aber ist halt schon heftig in diesem Monat, wieder minus 13%. Was aber besonders kritisch ist für mich, sind jetzt, okay, das sind zwar 2 Positionen, aber da habe ich ja hier nur 5.000 Euro drin, oder bei Fresenius sind es noch 900. Ich glaube, das waren mal über 2.000 Euro oder sowas, und jetzt sind es noch 900, das ist echt ist echt gruselig. Was halt für mich wirklich kritisch ist, ist Visa, der Abverkauf. Visa ist, ich weiß gar nicht, 20-25% seit dem Hoch bereits nach unten. Das heißt, Visa ist hart gefallen, Mastercard hat es auch ordentlich nach unten gedrückt und natürlich Shell jetzt in den letzten Tagen, wenn wir hier mal gucken, da hat Shell natürlich auch von 21 oder sowas hier auf Schlusskurs waren irgendwie 20 oder sowas gedrückt und da geht es ja gerade sogar noch weiter runter. Also da ist, ja, das lief halt nicht so besonders, auch Medtronic sieht nicht gut aus. Aber gut, so läuft das halt. Manchmal ist halt insbesondere der Payment-Bereich, sage ich mal, der für mich schon ein bisschen kritisch ist. Jetzt stellen wir das hier nochmal auf das hier, weil ich springe nochmal ganz kurz zurück auf die Bestände. Also Visa und Mastercard haben bei mir eigentlich, waren jeweils mit 8.000 Euro gewichtet. Das heißt, jetzt habe ich da noch drinne 7 und 7, also knapp 14.000. Das heißt, in den letzten 2 Monaten habe ich hier 2.000 Euro Kursverluste mit den beiden Aktien gehabt. Das schon nicht so prickelnd. Ich habe auch neulich gelesen, dass bei Visa hatte in der, ich weiß gar nicht, in den letzten 25 Jahren gab es bei Visa, oder also seit IPO, glaube ich, seit 20 Jahren oder was weiß ich nicht was, ist das der drittheftigste Einbruch, den die Visa-Aktie je hatte. Der heftigste war, glaube ich, in der Finanzkrise und der zweitheftigste war während Corona. Und das ist jetzt quasi der drittheftigste Einbruch für Visa, aber es betrifft ja letztendlich den gesamten Payment-Sektor. Man achte auf Wise. Wise hat super Zahlen jetzt gemeldet, hat bombastische Zahlen gemeldet, hat die Prognose für das jetzt laufende Jahr nochmal deutlich erhöht, dass das Wachstum sogar noch stärker ist. Und so weiter und so fort. Und die Aktie kennt auch nur eine Richtung. Also ich glaube, viele Aktien im gesamten Payment-Bereich sind irgendwie, weiß nicht, 30, also mehr als 40%. Und ich glaube sogar, PayPal ist noch ein Stückchen weiter nach unten gekommen. Also da hat es wirklich viele Aktien richtig heftig zerrissen. Und das macht bei mir natürlich einen ordentlichen Anteil im Depot aus. Das geht nach unten. Und Shell hat es natürlich jetzt auch im Zuge der Ölpreise jetzt wieder in 2 Tagen, glaube ich, um 10% gefallen oder so. Dadurch drückt es natürlich Shell auch ordentlich mit nach unten. Von daher war der letzte Monat für das Depot alles andere als prickelnd. Wohingegen, wenn wir bei dem 0815 Dividendenstrategie-Depot uns mal die Werte angucken, machen wir hier mal letzten Monat. Da haben wir Apple plus 13%, Broadcom plus 9%. Na gut, und wen hat es hier zerlegt? Vonovia, wobei da gab es ja quasi die Abfindung. Und AT&T ist quasi kleine Position, okay, Mastercard hier halt auch, aber im Großen und Ganzen sieht es hier in diesem Depot halt doch ganz ordentlich aus, was die Werte betrifft. So, jetzt kommen wir noch zu den Dividenden. Wo haben wir es? Hier. Springen wir zu den Dividenden. Da haben wir hier in diesem Depot, man kommt nämlich gut sehen, ja, hoffe ich, dass ihr das in der Anzeige davor auch gut sehen konntet. Also hier haben wir 26,02 Euro gab es an Dividende. Das ist schon sehr ordentlich. Letztendlich im Quartal davor gab es noch 24 Euro. Ich glaube, das ist jetzt insbesondere Euro-Dollar oder die Schwäche des Euros sorgt halt dafür, dass es gerade ein kleines bisschen mehr gibt. Bei den ansonsten ist hier, okay, bei der Sparplanoffensive 20 gab es, glaube ich, auch wieder. Okay, das pendelt sich halt so ein, dass ich im Schnitt meine 10, 12 Euro oder sowas bekomme. Immer hier alle 3 Monate gibt es nichts, aber dafür gibt es dann halt hin und wieder mal ein paar Euro mehr. Im Summe mache ich im Schnitt damit meine 10, 12 Euro, glaube ich, pro Monat. Hier die Zahlungen können wir mehr oder weniger, ich gehe mal hier drüber so, das könnt ihr sehen, 0,58 Euro
Cent, die es gab von Apple und Mastercard und in dem großen Depot, das ist vielleicht ein bisschen spannender, da kann man, okay, ich setze mich nochmal hier kurz nach oben, damit man es, oder wir gehen hier rüber, da sieht man es auch gut. So, ja, um euch alle neidisch zu machen, bei mir sind gerade 20 Grad, ich hoffe, ihr könnt es sehen, deswegen auch kurze Sachen, ist tolles Wetter hier gerade. Und zwar 2021 November gab es 158 Euro, ist ein kleines bisschen weniger als letztes Jahr. Das liegt einfach daran, wir können hier die Werte mal durchgehen. AbbVie von 11 auf 12 Euro gestiegen, ASML ist komplett neu, British American Tobacco 4 Euro nach oben, LTC 7 Euro nach oben, Mastercard 3 nach oben, Procter & Gamble ist egal, Realty Income 3 nach oben, Texas Instruments 16 Euro nach oben, aber Unilever fehlt. Unilever hat halt letztes Jahr, ich weiß gar nicht genau, es war, glaube ich, die Zusammenlegung von A- und B-Aktie oder sowas und deswegen hatte man eher ausgeschüttet. Von daher gab es eigentlich eine ordentliche Steigerung, aber letztes Jahr hat Unilever das halt so ein kleines bisschen vermasselt und von daher sind die Dividenden für diesen Monat schon wirklich sehr, sehr ordentlich. Kommen wir jetzt zur Zusammenfassung des Ganzen. Ich bin jetzt, Moment, das machen wir hier mal noch fett, dann kann man das auch besser erkennen. So, ich gehe jetzt mal wieder in diese Ecke hier runter. Habe ich genug neidisch gemacht, meine 20 Grad hier. Also, Comdirect Depot war zum Stichtag 30. November bei 20.185 Euro. Die großen Hauptdepots von der Consorsbank sind bei 223.000 Euro, ergibt in Summe 243.000 Euro. Kursgewinne gab es in diesem Monat sage und schreibe 102 Euro. Investiert habe ich wieder wie immer meine 1920 Euro, wenn ich mir das angucke. Hier habe ich nur Sparpläne ausgeführt. Hier, 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 hier. Das heißt 5 von 11 Monaten nur die Sparpläne. Komme damit auf 40.000 Euro. Bin damit bei Ziel 40%. Bin halt 51% dahinter. Katastrophe. Katastrophe. Ich glaube, ich habe jeweils in den letzten 2 Jahren hatte ich in den ersten 11 Monaten deutlich mehr investiert. Dividende sieht bis jetzt so aus, 198 Euro gab es ja, im Jahr davor gab es 40 Euro mehr oder 34 Euro mehr, 34,13 um genau zu sein, gab es letztes Jahr mehr, lag ja natürlich insbesondere an den Dividenden von Unilever, was über alle Depots zusammen bei mir glaube ich so 84, 85 Euro oder sowas ausmacht. Von daher, wenn man das letztes Jahr rausrechnen würde, gibt es eigentlich eine ganz ordentliche Entwicklung. Vergleichen kann man es immer hier mit den 3 Monaten vorher, 127 und jetzt 198. Das ist eine richtig ordentliche Entwicklung und ich bin mir ziemlich sicher, dass es im nächsten Monat nochmal so 700, 750 Euro an Dividende geben wird. Das heißt, dass ich hier deutlich über die 4.000 Euro Dividende in diesem Jahr kommen sollte. Was die Vermögensentwicklung angeht, ging es natürlich quasi ein kleines bisschen weiter nach oben und den Abstand zwischen investiertem Vermögen, das ist das, was wir hier hinten sehen, und dem realen Vermögen ist minimal gestiegen, also 102 Euro, die es an Kursgewinnen gab. Allerdings ist das natürlich bei der Inflation gesehen Pustekuchen, aber hey, Depot wächst formal auf dem Papier weiter, beläuft sich jetzt auf 243.000 Euro. Entwicklung geht weiter ganz ordentlich. Wenn wir auch wieder Anfang des Jahres zurückspringen, da war es noch bei 162.000 und jetzt reden wir über quasi ein bisschen was über 80.000 Euro mehr. Ja, guckt euch das mal an. Ich habe 40.580 Euro Kursgewinne und 40.035 Euro habe ich investiert, also roundabout 80.000 Euro. Ziemlich genau 80.000 Euro ist das Depot bis jetzt in diesem Jahr gewachsen in Summe. Wenn es um die Dividenden geht, dann schaut es so aus, dass hier, ja, der blaue Balken, die blauen Balken sind schon deutlich über denen vom Vorjahr, wobei hier natürlich, liegt halt an der Unilever. Mal gucken, nächsten Monat, ich glaube fast nicht, dass wir Richtung 800 kommen, aber wer weiß, es gab ja ein paar Dividendenerhöhungen. Ich meine, Microsoft hatte, glaube ich, erhöht, McDonald's hatte, glaube ich, auch die Dividende erhöht. Von daher, das sind ja schon einige größere Zahler bei mir, die schon ein paar Euro mehr ausschütten. Moment, müssen wir mal fix gucken, was hier, gehen wir hier mal zurück, was könnt ihr das noch sehen? Ja, bei den beiden Werten solltet ihr das noch sehen können. Also wir haben bei Microsoft gab es das letzte Mal 36 Euro und bei McDonald's 28 Euro. Und ich glaube, die haben beide so Microsoft um 10%, 12% erhöht oder sowas und McDonald's sicherlich auch 7, 8%. Damit gibt es schon wieder ein paar Euro mehr an Dividende. Mal gucken,
ob wir in Summe wieder Richtung 800 Euro kommen, das wäre natürlich eine schöne Sache. Alles in allem muss ich natürlich sagen, bin ich von meinen Zielen meilenweit entfernt und gehen wir hier die letzten Jahre durch, da habe ich das erreicht, wir können mal gucken, in den ersten 11 Monaten hatte ich da investiert 73.000 Euro, hier hatte ich investiert in den ersten 11 Monaten 37.000 Euro, okay, in den ersten 11 Monaten hatte ich investiert 47.000 Euro. Das heißt, ich bin dieses Jahr wirklich hinter den Zahlen der letzten beiden Jahre. Das ist alles andere als prickelnd. Geht mir auch so. Finde ich auch alles andere als prickelnd. Ich hatte ja die Hoffnung, hier Ende des Jahres, wenn es ein bisschen Rückenwind von der Börse gibt, war mein Gedanke, komme ich vielleicht Richtung 300.000. Da bin ich natürlich noch 57.000 Euro von entfernt. Für mich könnte jetzt so ein kleines bisschen positiv sein, dass ich natürlich jetzt wirklich viel Cash aufgebaut habe. Das heißt, ich sollte zu Beginn des nächsten Jahres oder möglicherweise auch in diesem Monat bereits einiges an Cash endlich mal auf meine privaten Konten bekommen, dass ich endlich mal wieder ein bisschen was investieren kann. Und das könnte jetzt natürlich ganz praktisch sein. Wir haben es heute schon wieder gesehen, hier, wenn ich nochmal in das Depot reinspringe, die aktuelle Performance hier heute sieht es aus, nur 0,55% im Minus. Und warte mal hier, das Depot war, glaube ich, heute sogar noch ein bisschen heftiger im Minus, 0,78%. Also es rappelt ja gerade ein kleines bisschen an der Börse. Und wer weiß, vielleicht habe ich Glück und es geht nochmal jetzt im Dezember ordentlich nach unten. Also wenn es jetzt nochmal 10-15% oder sowas wirklich gen Süden gehen würde, dann wäre das für mich natürlich bombastisch, weil ich einfach viel zu viel Cash habe und ich würde das halt schon gerne investieren. Wartet, ich springe nochmal ganz fix nach oben, weil aber wenn ich es mir angucke, so viel ist halt noch nicht passiert. Also hier letztendlich sind die Depots bei plus minus null im November, da ist nicht viel passiert und jetzt der Dezember ist auch noch nicht viel passiert. Und wenn wir uns die großen Indizes mal angucken, das heißt, wir nehmen ja, ich habe doch irgendwo schon den FTSE Developed World, guckt mal, wir gucken uns den mal hier auf ein Jahressicht an oder 6 Monate. Ja, guckt euch das mal an, da ist ja de facto noch nichts passiert. Wir haben hier Anfang November hatten wir Kurse von 80 Euro und jetzt ist der Kurs bei 81 Euro. Also da ist ja nichts passiert, da ist ja, kann man ja nicht Rücksetzer nennen. Also wenn es hier nochmal, keine Ahnung, auf 70 abgehen, runtergehen würde oder sowas, das wäre natürlich ein Traum oder von mir aus 73 oder sowas, das wäre schon ordentlich, wenn ich da nochmal einsteigen könnte. Würde mich unfassbar freuen, wenn ich die Kurse nochmal sehen würde bei dem Cash, damit ich den loswerde. Aber wenn es nicht passiert, sobald ich das Geld wirklich dann auf meinen privaten Konten endlich zur Verfügung habe, dann werde ich es natürlich auch an der Börse investieren, egal ob dann der Kurs bei 80 steht, bei 83 oder bei 73. Langfristig nicht vergessen, nicht so viel traden. Letztendlich geht es darum, time in the market beats market the timing. Quatsch. Ihr wisst, was ich meine. Okay, dummes Ende soll es gewesen sein. Ich hoffe, ihr seid euren Zielen näher als ich. Und hängt nicht 50% hinterher. Lange Rede, kurzer Sinn, das soll es gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin.